Ich mach doch nichts Falsches. Ja, ich sag zu ihm, der betet gar nicht. Du sagst, ja, ich komm doch beten. Oder sagst du, Allah hedik, möge Allah dich recht lassen. Sagt er zu dir, sauer, was habe ich denn getan? Was hast du getan? Du betest gar nicht. Du bist in Gefahr, du bist Kafir im Islam. Rasul hat gesagt, derjenige, das Gebet verlässt, ist Kafir. Das ist ungläubig. Und du sagst mir, du hast nichts getan. Siehst du hier, wie schlimm die Sünde, die er macht, und trotzdem er sieht, es ist nichts. Also er sieht, es ist nicht wichtig, dass er rechtgeleitet wird. Es ist nicht wichtig, dass er der Reue zeigt, dass er zurückkehrt zu Allah. Weil sein Herz die Entschlossenheit verloren hat, Reue zu zeigen. Und der Grund dafür, dass man immer langsam und wiederholt man langsam die Sünde. Schrittweise begeht man Sünde und wiederholt die Sünde. Was passiert bei Ibn Qayyim? Man gewöhnt sich an diese Sünde. Dann wird nicht nur zur Gewohnheit, sondern zu einer sehr geliebten Gewohnheit. Eine geliebte Gewohnheit. Und dann, was macht er? Fängt man an, die Sünde zu lieben. Dann verschwindet die Schlechtigkeit der Sünde. Und danach geht man raus und erzählt, wie war es? Ja, gestern habe ich diese Frau das gemacht. Gestern habe ich eine Party gemacht. Gestern habe ich getrunken, Alkohol. Das war eigentlich so schön. Gestern habe ich einen Joint geraucht. Gestern habe ich einen Drogen genommen. Das ist Allah, Al-Afarabi. Erzählt, warum erzählt er? Ein wahrer Muslim erzählt sowas. Er schämt sich für seine Sünde. Aber der erzählt es, warum? Weil die Schlechtigkeit der Sünde verschwunden ist. Ja, das beweist, dass er die Sünde liebt, weil er stolz auf diese Sünde ist, Saudi Billah. Er prahlt mit dieser Sünde. Das ist der erste Schock, das ist der Tod. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Wir haben erst den Tod vergessen. Warum? Durch die Schönheit von dieser Dunya. Warum? Durch den Schmuck vom diesseitigen Leben. Durch unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Arbeit, unsere Kleidung, unsere Haare, unsere Autos. Das ist derjenige, der etwas geehrt hat, was Allah liebt, das diesseitige Leben. Wir heute eben das diesseitige Leben, obwohl sie gar keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Allah derjenige, der das diesseitige Leben geehrt hat. Ihr Würde geschenkt hat, ja Allah, obwohl du sie angeblich hast, ja Allah. Der gesamte Allah sagt, der guckt nach rechts, sieht seine Fahrt. Guckt nach links, sieht seine Fahrt. Guckt nach vorne, sieht seine Fahrt. Und sie werden zur Rechenschaft gezogen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz allein, nackt. Gegenüber ist das Heil und Feuer und Leben. Unsere einzige Sorge, unsere Klamotten, unsere Frauen und Kinder. All das hat uns abgelenkt von dieser Wahrheit. Der Tod ist hinter ihm her und er lacht, aber der Tod verlangt nach ihm. Aber keiner will vom Tod etwas wissen. Das ist eine Wahrheit, liebe Bruder, die wird kommen, ob du willst oder nicht. Ob du dich davor versteckst, ob du davor fliehst. Jede Seele wird sterben müssen. Jede Seele wird den Tod schmecken. Euch traf die Katastrophe des Todes.